Jo, hier meldet sich wieder Captain Jockel und es geht einen verlassenen Sektor. Möchte er nicht. Und Piratensektor? Nein, da kommen wir gar nicht hin. Da können wir auch. Das ist der Piratensektor. Genau. Wir gehen in den verlassenen Sektor. Und schauen wir uns dort um. Dieser Sektor hat viele Schlachten zwischen der Föderation und Rebellenflotten gesehen. Flotten gesehen, ja. Seltsamerweise haben diese Schlachten kaum Spuren hinterlassen. Okay. Interessant. Alles klar. Wie viel Energie? Sieht gerade so aus. Ausgang, da ist ein Shop. Da können wir es reparieren lassen. Das ist schon mal gut. Das machen wir. Alles reparieren lassen. So, zack. Dann haben wir so nichts mehr. Und dann kaufen wir hier nochmal zweimal Treibstoff an. Und dann war es das schon. Dann sind wir schon leer. Verkaufen haben wir nichts. Auto nachladen, Schild. Alles gut, lassen wir so. Okay. Dann sind wir bereit für den nächsten Sprung. Mal gucken, wie wir so fliegen können. Wir müssen ja auf jeden Fall hinkommen, ja. Können wir auch hier unten rum. Wir nehmen den langen Weg hier unten rum. So machen wir das. Gute Idee. Ach ja, bisher nein. Ein unidentifiziertes Schiff ist bereits schwer beschädigt und noch immer von einem Raumpiraten verfolgt. Das Opfer setzt einen Notruf ab, doch der Pirat meldet sich ebenfalls. Nein. Bisher nein, wir nehmen bisher nicht an. Wir müssen die. Oh. Ja, müssen ihn platt machen. So. Waffensystem natürlich. Und diese scheiß Drohnen. Machen wir auch so. Nein. Wir zerstören euch jetzt. Alle haben jetzt so viel Schaden angefügt. So. Da müssen wir löschen. Das machen wir. Und von 40, okay. 5 Punkte, wunderbar. Sind wir wieder fit. Reparieren müssen wir Feuer nur löschen. Warten, bis das Feuer aus ist, ne? Und dann geht's weiter. Und dann ist hier jemand angeschlagen, der muss in die Krankenstation. Der ist auch angeschlagen. Sehe ich den nicht. Und Will ist auch angeschlagen. Oh Mann. Okay. Nee, ich lasse ihn mal hier hin. Das ist, glaube ich, wichtiger. Aber reicht so. Ja, machen wir so. So ist gut. Ja, springen wir weiter. Schon brauchen wir den Fall ja nicht. Repariert. Ah, deine Sensoren melden ein Linus-Schiff im System. Es befindet sich in einem dichten Trümmerfeld und sammelt Rohstoffe. Versuchen selbst einige Rohstoffe zu sammeln. Das Schiff angreifen, Schiff ignorieren, verbesserte Pilotensystem, den Autopiloten aktivieren und sichere Rohstoffe sammeln. Ja, wunderbar. Kann man machen.
Und dann können wir unser Schiff mal ein bisschen verbessern noch. Was brauche ich das hier noch? Ich brauche zwei davon, ne? Ah, super. Wenn wir da noch aufladen, dann wird es voll hier. Ja. So, dann dort wird auch Entfernung gereinigt, wenn das geheilt. Stufe 3, Heilverstärkung dreifach, ja. Brauchen noch einen Punkt. Alles klar, wir sind bereit. Ich kann weiter fliegen. Fliege ich unten lang. Oh nein, Trümmerfeld. Da ist immer ein Feind. Kann ich lesen, was das für ein Feind war? Aber ihr könnt das Video kurz anhalten, dann könnt ihr es lesen. War jetzt ein bisschen voreilig. Trefft die auch nicht. Aufklärer. Linus Aufklärer. Wir haben ihn schon fast zerstört. Nimm das Angebot an, Mann. Immer alleine entscheiden. Stumme stehen auf dem folgenden Bild eines. Oh. Okay. Wir nehmen uns an. So. Alles wieder heil. Dann sollten wir auch hier rausspringen. Schirm muss noch nicht. Ist noch nicht heil. Einige Schild heil. Das dauert so lange. Hilfe. Das ist Schilder. Okay, wir springen. Wir springen ein weiter da. So. Oh, schöner blauer Planet im Hintergrund. Handelssystem. Ein Linus-Händler ruft dich. Sein Übersetzer scheint sehr viel besser zu sein, denn du verstehst ihn ohne Probleme. Metallmenge mehr als ausreichend. Hat ihr Schiff Interesse, Ressourcen gegen Metall zu tauschen? Nee. Ich brauche Treibstoff. Metall ist vielleicht nicht schlecht, aber es ist 5. Können wir 5 leisten? Für 27 Metall? Ach komm. So. Alles klar, dann kann ich mir ja noch einen hiervon kaufen. Und dann ist das hier nämlich voll. Gelle. Und dann können wir weiter springen. Wir müssen aber trotzdem einen Shop finden zum Reparieren. Fliegen wir dahin. Oder dahin? Jacke wie Hose, ne? Warnung. Eindringling entdeckt. Achso, das ist hier so eine Sabotage wieder. Zerstören wir das zuerst. Den kann ich nicht bewegen, ne? Nein, den Mittel kann ich nicht irgendwie sagen, gehe jetzt irgendwo woanders hin. Nein. Ich bin einfach doof. Einfach doof. Dauern mir noch zu lange die Waffen. Ja, 2 Arbeitslose. Ah ja, die sind mir am liebsten die Drohnen her. So. Bin aber noch nicht repariert. Ich kann noch irgendwas verbessern hier. Der ist schon auf Anschlag, das ist auf Schlag. Können wir hier nur noch Antrieb verbessern? Das können wir noch machen.
Und dann fliegen wir da und dann können wir dahin fliegen. Genau. So machen wir das. Traum. Noch eine Drohne. Tarnung. Ach, wie das hasse. Soll ich nichts bewegen, nichts machen? Außer dass er sich enttarnt hat. Achso, ich kann auch nicht schießen. Jetzt. Da muss zerstört werden. Und dein Waffensystem muss zerstört werden. Ja, aber dann schon war. Wunderbar. Der stört. Oh, ein harter Kampf. Ja, schwer zu kriegen. So, wir brauchen unbedingt einen Shop. Dann fliegen wir hier. Noch vor allen Dingen. Mann. So, Waffensystem aus. Und Antrieb aus. Weil er nichts Wertvolles. So. Nur so, wenn ich abhaut. Was war das? Ja, Feuer an Bord. Antrieb ist aus, auf jeden Fall. Ja, ja. Mal ein bisschen da helfen. In die Krankenstation. So. Justin muss aber operiert werden. Justin hat sonst keine Qualifikation. Was hat dieser Käfer hier? Rosian Qualifikation. Den tue ich mal dahin. Er will keine großartigen Qualifikationen. Wen habe ich jetzt dort? Wer ist das jetzt? Der hat mit der Reparaturfähigkeit. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und hat er die Pilotenfähigkeiten. Die tue ich da ein. So. Alles klar. Wir brauchen immer noch eine Reparaturstation. Notfall. Da war ja ein Notfall auf uns. Mhm. Versprechen, um zu helfen. Jupp. So, zack, wunderbar, geholfen, fertig. Alles klar. Wir brauchen immer noch eine Reparaturstation. Kann dahin noch? Eindringen an Bord. Alles klar. Dann machen wir erstmal die Luft aus hier. No. Und da stellen wir zwei hin und da stellen wir auch den zweiten hin. So. Okay, dann machen wir alles zu.
Also ihn kämpfen lassen. Wer? Justin muss hier in die Krankenstation. Den auch in die Krankenstation bringen hier. Achso, jetzt können wir die wieder ersticken hier, fällt mir gerade ein. Scheiß auf die Tür. Ah, Arschlöcher. Das muss ich leider bekämpfen. Das ist ganz schlau. Ganz schlaues Arschloch. Die beiden dahin reparieren. Zwei. So. Okay. Da haben wir es. Gehen wir weiter. Wir brauchen immer noch einen Shop zum Reparieren. Ausgang. Da sind da schon die Rebellen. Jo, das müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Aha. Das hasse Invasionstruppen hier. Okay. Boah, alter Schwede. So, machen wir das hier mal aus. Hier machen sie es hier so an. Oh Mann, da gibt es nur einen, das ist echt eine Verarschung. So, mal versuchen zu ersticken. Ja, scheiße. Hat er vorne bremst übrigens. Ihr sagt aber auch nichts. Arschgang. So. So. Bilder Sorgen schlagen, wir auch dahin. Dann habe ich hier die Schnecke, die muss auch irgendwie hier hinein, aber dann tun wir den dahin. Alles klar, die Schnecke ist auch wieder heil. Dann haben wir ja alles, ne? Würde ich mal so sagen. Will konnte Schild gut. Alles klar, dann kommen wir wieder zu Schild hin.
Weil das denn war eigentlich ein Allrounder, also ein durchschnittlich. Also geht alles gut. Eigentlich war es Noob, ne? Wir brauchen einen Shop. Wir springen in diesen Sektor. Dann habt euch wohl, bis demnächst. Und dann sehen wir uns den Endschlag, ne? Das ist das letzte Gefecht. Das ist echt kacke, habe ich bis jetzt noch nie gewonnen. Ich habe da auch keine Strategie gefunden. Vielleicht könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, welche Strategie ich da anwenden soll. Also ich bin auf keine gekommen. Also entweder stelle ich mich den Kreuzer gleich direkt im Kampf, dann sterbe ich, versuche ich im Nachhinein, bin ich von den kleinen, vielen Kleinkämpfen so geschädigt und verliere dann auch den Kampf. Also egal, wie ich es mache. Egal. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst.